Hallo, neue Folge Anno. Wurde sich heute gewünscht am Freitag. Also für Twitch am Freitag, für YouTube am Vorweihnachtstag wahrscheinlich, glaube ich. Grüß dich, Commander of Death. Müsste am 23. Dezember rauskommen auf YouTube die Folge. Wir hatten ja aufgehört mit Celluloid und da würde ich jetzt einfach mal weitermachen. Beziehungsweise, was war denn der Grundgedanke, dass wir Celluloid machen? Grüß dich, Sora. Hello, darkness, my old friend. Ich muss mich erstmal wieder zurechtfinden. An die Ventilatoren wollte man wohl dran. Und dazu brauchen wir. Ah ja, Celluloid, genau. Ne, wir brauchen auch noch Kabel. Wir brauchen auch noch Motoren. Wir brauchen auch noch Ventilatoren. Könnte sein, dass das Aluminium gar nicht ausreichend ist. Es könnte gut sein, dass hier oben uns das Alu nicht reicht. Aber wenn das richtig blöd läuft, brauchen wir fast eine zweite Insel noch, die produziert. Bauen wir mal die Ventilatoren. Wie wäre denn der Vorschlag? Achso, Einfluss haben wir auch wieder ein bisschen. Ich habe es einfach mal zwischendrin auch während dem Umbauen laufen lassen. Und es mal von hinten aufziehen. Ja, genau. Ich würde erstmal Ventilatoren bauen. Wir gucken hier mal rein in die WM. Die Haben wir doch noch Menschen mehr lassen die Einfluss. hochleben. Und wir klappern auch gleich mal noch die Expos ab. Ich habe ein Timer jetzt bitte eingeschalten vom Stream bei Stream Elements. Das heißt, der könnte sich melden. Und es passt nicht ganz am Anfang, aber irgendwann passt es ja wieder im Verlauf der Aufnahmesitzung. Und daher alles entspannt. So. Also Ventilatoren haben wir gesagt, wollen wir bauen. Seid ihr denn hübsch zu bauen? Mit Sicherheit nicht. Oh ja, geht eigentlich. Geht. Geht, habe ich mir schlimmer vorgestellt. Könnte schlimmer sein. Nicht nur einsammeln, auch neu starten. Ja, stimmt, das wäre eine Option, Commander of Death. Das wäre echt eine Option bei der Weltausstellung. Danke dir. Ah, ich hasse die Dinger so. Das ist. Ich hasse die Dinger so, diese Weltausstellung. Wie ist denn hier eigentlich die Versorgung mittlerweile? Oh ja. Bedürfnisse haben sie alle. Zufriedenheit läuft auch. Lass mich raten, die Post. Oh. Die Post läuft noch nicht rund. Ventilatoren sind wir jetzt dran und Filmrollen, na klar, haben wir auch noch nicht. Bei die Filmrollen könnte man ja auch mal angehen. Die sind, glaube ich, sogar noch einfacher zu machen. Das ist jetzt für eine Draufsicht so. Wie wäre es, wenn wir denn die Filmrollen angehen? Ah, da war was mit Salpeter. Vielleicht machen wir noch eine Insel mit Alpaka-Farmen. Erstmal das Salpeter-Problem in den Griff kriegen. Da war, glaube ich, auch zu wenig. Boah, knapp zu wenig. Nicht zu sagen, 109 produzieren wir bei 251 Verbrauch. Hätte man mal das mit dem Perlensoger, wie wir es mit dem Salpeter haben. Jetzt will ich mal was anderes nachschauen. Wenn wir schon mal hier drin, wir machen nur 39 Aluminium. Profile, das reicht bei weitem nicht. Bei 50 Ventilatoren. Üff. Das reicht nicht. Wir machen die Filmrollen. Wir machen zuerst die Filmrollen.
Müsste ein Zwischenprodukt sein. 43 Filmrollen. Ja, was heißt hier 37 Nachfrage aktuell, potenziell 43? Also Alu verdoppeln, ja. Eher mal 250% rechnen. Auch ihr seid aber putzig klein, ja Mensch. Ah, wieso? But why? Womit man so ein Produktionsgebäude haben? 2 auf 2 Pixel? Echt ein Traum. Ah. Ups, da ist schon verrutscht. So. Ja. Was ich richtig gemacht habe, müssen die auch noch mit drin sein. Da können wir wieder so ein U reinzimmern. Braucht ihr denn Salpeter, was wir nicht haben, und Zelluloid, was wir haben, ne? Top. Was für ein Opus Magnum. Wie viel hier der Lagerbestand von Salpeter? 0. Was, ihr müsstet doch hier eigentlich Salpeter rausknallen. Welche obskuren Items gehen denn da bei Filmrollen, Kultur eventuell? Ich habe so eine dunkle Ahnung, dass da nur Misch geht. Ich schau mal rein, Moment. Ach, die Seite habe ich gar nicht aufgemacht. Anno Layouts. Ich schaue erst mal, was Layouts vorschlägt, aber wir schauen auch simultan hier halt, wie heißt ihr offiziell? Chemiefabrik. Chemiefabrik. Filmrolle. Och ja. Yippie. Immerhin geht Salvador der Standhafte. Da haben wir doch schon mal gewonnen. Der geht. Dann haben wir schon mal Aristas. Dann sind wir einen Schritt weiter. Auf jeden Fall kommt der rein. Doppelte Redundanz. Plus 50 Produktivität, plus 30% Arbeitskräfte. Ja. Was ist denn hier mit dem Schmelzapparat nach Thielmann? Wenn wir schon mal Ferras nehmen, kommen wir da auch 50. Also es wird Salvador, Ferras und Schmelzpunkt Bestimmapparat nach Thielmann. Ja, die drei. Dann können wir uns nämlich die doppelte Redundanz schenken. Und die müssten auch alle auf Lagers. Ach, halt, warte mal, unbekannt noch einblenden. Ja, gut, das sind die vom Hochhaus da, die Leistungsmedaillen Gold, wo auch immer die ist. Irgendwie haben wir sie nicht in dem Spielstand. Also gar keine Leistungsmedaille. Sollten ja wenigstens die in Bronze haben, wenigstens. Vielleicht liegt sie irgendwo. So, was schlägt denn Anno Layouts vor? Ramdevi? Hä? Moment. Ah ja, Ramdevi, halt, stopp. Aha. Ramdevi kommt da rein. Ramdevi Salvador Ferras. Sie haben Taschenuhren, Brillen, Hochräder, dampffähigen Nähmaschinen, die nehmen wir gern mit. Konnte nicht den da oben übersehen. Jo, Ramdevi Salvador Ferras. So machen wir's. Den Abfall nimmt man gerne mit, genau.
Dann. Ach. Diese alte Spielweise hier mit Items rankachen. Man hat's halt im Blut, gell? Anstatt hier einfach drauf zu drücken. Ab und an als. Chemiefabrik. Doppelpunkt Filmrolle. Filmrollen. So. Irgendwelche Kultur möglich? Nein. So gar nichts. Bei den ganzen Produktionen gibt es keine einzige mit Kultur. Ich schau mal grob durch. Doch beim Eis eingefroren. Unterhaltskosch minus 20%. Parfüm kann nichts, Pigmente nicht, Masken nicht, Kabel nicht, Motor nicht, Ventilator nicht, Filmrolle nichts, Motorroller geht nichts, Feuerlöscher, Polizeiknüppel, Medizin, alle ohne Kultur. Raum die Dinger. Ein Träumchen. Könnte man aber mal gucken, ob man da oben nicht noch eine Reihe reinzimmern. Vielleicht. Ob das überhaupt geht. Denn dann müsste es da irgendwo sitzen, oder? Nein. Gegenfrage, wie viel machen wir dann überhaupt, wenn die Items drin sitzen? Reicht das schon aus? Reicht das vielleicht schon aus? Ja, knapp. Knapp. Ach du liebe Zeit. Ach du liebe Zeit. Was soll man denn hin mit in den Filmrollen? Vor allem, wo soll man den Salpeter her generieren? Ich glaube, Salpeter wäre echt ein Problem in dem Spielstand. Gut, wir machen Filmrollen. Halte mal fest, dass wir Filmrollen machen und Salpeter einfach kaufen in der Speicherstadt. Ja. Ich wollte aber in dem Let's Play weg von der Speicherstadt. Klar, das eine oder andere ist da immer noch mit drin zum Spannungsspitzenabfang, aber langfristig wollte ich weg von. Das ist witzig. Filmrollen heißt die Fabrik. Also Chemiefabrik Doppelpunkt Filmrollen. Aber das Produkt, was rauskommt, heißt Filmrolle. Neu-Alt-Filmrolle, Neu-Cup-Filmrolle. Sieht so aus, als bräuchte man es nur in der neuen Welt definitiv für die ganzen Kinos. Neapel, das ist alte Welt. Mantanzas, das ist neue Welt. Jo, wir brauchen es in der neuen Welt, in der alten Welt und am Cup verteilt. Träumchen. Gibt es am Cup bei dir noch große Städte für Salpeter? Strände. Detroit, glaube ich, war es. Der hier. Da unten muss der Ölhafen hin. Hier wäre auch noch Platz. Das wäre auch eine geschickte Insel, weil da kommt nur ein Ölhafen hin. Zum Glück haben wir kein Öl selber hier. Die Insel wird sich auch noch anbieten, weil da oben können wir einen Hafen hinbauen. Ölhafen. Die 6 Ölquellen. Ja, doch, hier könnte man was zimmern. Es wäre Platz am Cup. Ist noch Platz, ja. Ich würde aber eher auf... Moment, jetzt müssen wir mal nachgucken.
Wir machen ja in Berlin, haben wir ja Salpeterwerke. Nur, dass wir mal so eine grobe Vorstellung kriegen, was wir da machen. Gut, hier haben wir aber auch Chemiefabriken. Als Abfall kommen wir hier auf 30 bei, sagen wir mal, 7 Salpeterwerken. Das kann aber auch irgendwie nicht ganz stimmen, oder? Alle 22 Sekunden haut das eins raus. Okay, sagen wir mal, alle 30 Sekunden heißt 2 pro Salpeterwerk. Das ist ja so, mehr geht glaube ich nicht, wenn ich mir das anschaue, was da an Items die Menschen lassen sich hochleben. Das heißt, wir machen ja 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Abfall lassen wir jetzt mal unter den Tisch fallen hier. Ich will es jetzt nur mal vergleichen mit Old Havana. Ja. Genau, mit Old Havana. Da machen wir halt 80. Und da ist. Okay, 1,51. Ah, da macht's halt die Masse. Weil lieber zimmer ich nochmal so Alpaka-Farm irgendwo in der neuen Welt hin, wo wir Platz haben. Bei am Kap können wir auch Salpeter bauen, definitiv. Machen wir so, wir bauen am Kap Salpeter. Aber auch nur mit Feature, ja. Das kommt auch dazu. Wir werden folgender Vorschlag. Wir gehen jetzt ans Kap und kümmern uns mal um Salpeter. Weil interessanterweise läuft es hier wohl. Achso, den ganzen Müll sollte man vielleicht noch wegkachen, gell? Taschenuhren, werden die hier gebraucht? Jo, Taschenuhren brauchen sie. Auch interessant, dass er hier sagt, wir würden keine Taschenuhren produzieren. Moment. Brillen brauchen die Dudes hier doch auch. Jo, Brillen brauchen sie. Hochräder brauchen sie nicht. Das heißt, die Hochräder können wir wegkachen. Haben wir da eine Route? Alt-Cup-Hochräte. Ja, dann karren wir hier die Hochräder weg. In die alte Welt, hätte ich jetzt gesagt, nach London. Neu-Alt-Hochräder. Dann aus Gründen können wir sauer ins Kap kachen. Sollen sie sich halt drum boxen. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Wer die Hochräder abholt jetzt in Havanna. Schlussendlich brauchen wir sie nämlich dort nicht. Ob sie jetzt in der alten Welt sind oder in der am Kap ist gerade geil, weil im Endeffekt haben wir ja oben auch die Alt-Cup-Hochräder-Route. Und Hochräder werden aktuell produziert in Manchester. Was sonst schon irgendwo Produktionsstätten? Manchester, Manchester. Havanna, Manchester. Nö, passt. Gut. Sollen sie sich drum boxen? Kultur vorbereiten. Nicht, dass da was da ist. Jo, gucken wir gleich rein. Ich verteile erstmal noch die Schiffe. Dass man den Abfall jetzt von den Filmdingern wegkriegen. Also das wird Hochräder werden. Haut er dann noch raus? Nähmaschinen brauchen die hier auch in der neuen Welt. Ja, das brauchen wir auch nicht wirklich verteilen. Also es gibt hier halt Hochräder. Quatsch, es gibt hier halt Nähmaschinen und die werden dann verteilt. Gegenteil, wir haben ja... Schauen wir mal da rein, wie ist denn der Verbrauch von Hochräder, von Nähmaschinen. Meint ihr, wird noch steigen?
Jo, wir produzieren knapp das, was wir brauchen. Heißt die Route Alt-Neu-Nähmaschinen. Bin ich denn bei den Hochrädern? Nähmaschinen. Die Route Alt-Neu-Nähmaschinen wird dann halt weniger belastet, aber da es ja sehr schwankend ist, dass Salpeter nicht steht, braucht man dann nichts machen. Ich würde es so lassen. So. Klarer Himmel. Jetzt haben wir neu Alt-Hoch-Räder. Hochrad. Hochrad wohl. Und hier habe ich, glaube ich, auch mal ZDF aufgeräumt. Jo, bin gespannt, wie lange das hält diesmal. Motoren gestartet. Da bin ich echt gespannt. Oder habe ich das schon bei vorherigen? Hier ist auf jeden Fall aufgeräumt, wobei Passe da uns den sehe ich Weg schon ab. wieder, dass die eine Tante da ist. Können wir eigentlich mal einladen und über Bord schmeißen. Was sind das überhaupt? Exporteure in Handelspreise? Yippie, spart mal 10% auf Einkauf. Wahnsinn. Tschüss. Ah, lackiert Köder noch. Was darf es sein? Du Kirsch auch noch lackiert. Items drin, jo. Haben wir alle Glück gehabt. So, Neu-Alt-Hochräder. Neu-Alt, Neu-Alt. Neu-Cup. Neu-Cup, neu. Warum hat denn der da gerade Zoras Monk angezeigt? Jetzt irgendwo. Okay. Der steht in dem Besa-Raum. Ah, die Route habe ich gelöscht. Das war nämlich mit der Grund, warum es immer in Manchester die Probleme gab mit Eisen. Das heißt, du kommst. Schicke mal dich dann wieder hin. Na. Ich bin noch nicht ganz im Spiel drin, bitte. Man merkt's. Ich schicke mal nach New York. So. Und jetzt widmen wir uns der Salpeterschoße und fangen da an mit der Kultur. Jetzt muss ich aber gerade nachgucken, was brauchen wir denn da? Irgendwas hatte man nämlich nie auf Lager bei der Kulturgeschichte. Räuber der Meere war es, glaube ich. Räuber der Meere. Nö, das haben wir. Bronzezeit haben wir auch, da bin ich mir sicher. Dann war es hier wildes Sehen. Wildes Sehen. Das haben wir nämlich nur einmal. Und da sitzt im Zoo drin. Genau, wir brauchen wildes Sehen. Das können wir gleich ein paar Mal vom Stapel laufen lassen. Ich glaube, hier wird eh im Moment nichts. Ja, falsch geklickt. Was machen wir dann? Euer Great Eastern Baugenehmigung. Wie sieht es denn da überhaupt aus? Naturbeherrschung ist voll. Herstellungsverfahren. Jo, da habe ich mal 10 Stück auf Lager, auch ZDF gemacht. Und die werden wahrscheinlich jetzt gebaut, damit wir hier auf die 100 kommen. Jo. Dann passt's aber. Also wildes Sehen.
So, wenn mich jetzt nicht alles getäuscht hat, waren das... zwei Stück, dass wir 80 haben. Na komm. Soll der Geiz, viertes Set noch. So. Wollen wir nochmal bahnbrechend. Genau, mal 80. Das reicht auch fürs Erste. Der Rest haben wir ja mit Lloyd und so weiter. Und die Elektrobohrer und Ferris haben wir sowieso auf Lager. Dann bräuchte man aber ein Schiffchen. Wollen wir es an der Küste wagen? Weiß ich noch nicht mehr die Städtenamen am Kap. Aber vielleicht ploppt ja Namen auf, wenn wir es bevölkern. Weil ich meine, am Kap haben wir so gut. Hat es im alten Spielstand schon besiedelt mit Namen? Wir werden es rausfinden. So, was trinke ich dann jetzt noch? Jo. Was für ein Opus Magnum. Da bräuchte man zum Materialschiffchen. Die Menschen lassen sie hochleben. Gleich die Ölquellen und Lehm dort verschieben. Dann muss man nochmal anfangen. So eine Insel mit dem Zeug. Ja, das setzen wir auch gleich richtig. Das Theater meine ich nochmal mit. Gut, das ist jetzt wieder suboptimal eingeladen. Wenn wir eigentlich gar nicht. Das Schiff steht bereit. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Das sollte nur noch Items geben, gell? So, und da ist jetzt wohl der. Du bist wieder da. So, wird. Items raus, Lackierung weg, ab ins Lager. Thema erledigt fürs Erste. Oh, ich zwar haben jetzt noch nicht lackiert, so jetzt aber. Zack. Flotte erwartet Befehle. Welche war es denn jetzt? Die hier. Jo, hätte man sogar hier noch eine Küste. Ach, gleich ein paar Schiffe mit Baumaterial. Ich glaube, wir brauchen nicht so viel Baumaterial, sagte er. Was wir auf keinen Fall hier erstmal machen, ist Bevölkerung. Ich würde jetzt nur rein die Produktion bauen. Ölhafen frisst die ganzen Lagerhäuser, ja. Wir bauen ja entspannt. Solche Aktionen wie damals in Detroit gibt es nicht mehr. Ich sehe schon kommen, dass wir auch in dem Let's Play wieder irgendwann mit 40 Schiffen in Schwarzwald fahren. Ich sehe es kommen. Die Frage ist nur, wann. Mich würde es jetzt primär interessieren, ob die hier einen Namen hat, die Insel. Liberty mit Sicherheit nicht. Was sowas von hat. Schön, Fenster vergessen. So kriegt man auch Materialschiffe hierher, gell? Mal Fenster vergisst. Und hier, die haben schon wieder keinen Strom. Was ist da los?
verstehe es halt nicht, dass die Züge, vor allem, wo ist mir das aufgefallen? Stahlbeton auch gleich, genau, ja. Fenster, Stahlbeton. Hallo. Wo ist mir das aufgefallen? Auf irgendeiner Insel in der neuen Welt habe ich Züge gesehen. Das kann nur die hier gewesen sein. Die letzte hier. Da sind Züge rumgefahren. Ne, die war's nicht. Was hier? Oder der Ölhafen da hinten? Irgendwo in der neuen Welt habe ich Züge gesehen, da hat jeder Zug über 2k Ölgeladen gehabt. Vielleicht war es auch nur ein Feature. Nee, das war zu klein, es war eine größere Insel. Bayamo haben wir schon angeguckt. Antanzas? Nee. Das ist mir nämlich ZDF aufgefallen, wo ich gedacht habe, irgendwas kann da nicht stimmen, warum fahren die mit 2k rum? Am Kap sind wir als froh, wenn es 700-800 Gladen sind. Das war schon weird, ne? Ich find's gerade nicht. Naja. Was waren die nicht ausgebaut? Was? Na. Mach mich nicht schwach. Doch, der war ausgebaut. Der hier, der könnte nicht ausgebaut gewesen sein. Moment. Jo. Ach Gott, wie peinlich. Ist das peinlich. Da schäme ich mich jetzt ein bisschen. Den haben wir vielleicht eventuell auch nicht. Doch, den haben wir ausgebaut. Wo war der nochmal? Da hinten? Ach Gott, jo. Ja gut, ändert auch nichts an dem Verhalten, dass man nicht wissen, wohin im Öl langfristig. Moment, dann ist der ja in Pina del Rio mit Sicherheit auch nicht ausgebaut. Doch, der ist schon ausgebaut. Der war auch ausgebaut. Old Havana, jo. In Havana, du bist aber ausgebaut. Ja, okay. Haben wohl ein, zwei gefehlt. Zwei habe ich gesehen. Ja. Irgendwann werden wir es empfinden noch. So, was haben wir jetzt hier gesagt? Baumaterial, Fenster, bisschen Stahlbeton, bisschen Alu fürs gute Gewissen. Tante, Onkel, nautische Karte. Glück haben wir ja den Einfluss. Ah, die hieß nicht Liberty. Habe ich irgendwo noch im Discord die Liste? Nee, das hatte ich nicht im Discord. Das war eine Textdatei. Das war eine Textdatei hier auf dem Spiel-PC. Auf alle Fälle was mit den USA, ja. Moment, machen wir es doch anders. Statistisches Bundesamt. Größte Städte der USA. United States Census 1800. Ja, da schau an. Philly, Baltimore, Boston, Charleston. Salem. Northern Liberties, tatsächlich. Sechstgrößte Stadt. Hm. Ist immer so pragmatisch. Northern Liberties schreibt sich aber hinten mit IES. Liber. Zu lang. Okay, dann ist es Philly. Dann wird das Filet. So.
reinhalten! Du wärst dann Philadelphia Mats. Blöd mit Filet, nicht so lang. Egal. Kauf von hier nach der Philadelphia Mats. Die Expo würde ich jetzt einfach mal so laufen lassen. Also die Segel brauchen wir doch hier nicht. Die ist definitiv noch nicht fertig. Die Menschen lassen sie hochleben. Haben wir denn da Fahrstuhl und hinten war es dann Alu, oder? Alu war mal hier auf dem letzten Slot. Können wir gleich nachgucken. Den wir hier einfach nur Mats eingeben. Jo, Alu war auf dem letzten Slot. Bayern, Berlin. Irgendwo müsste auch Detroit sein. Ja, jo, Alu ist immer hinten. In der neuen Welt ist hinten der Dünger. Wobei, wir könnten theoretisch auch die anderen Inseln besiedeln schnell. Das mit Namen klären. Anstifter. Aufrührer. Oh, sauber, da haben wir auch mal eine Insel wieder nicht aufgeräumt damals. Was braucht man denn für so ein Kontor? Nehmen wir von jedem ein Stack mit und juckeln eine weiter, dann sehen wir es ja. So, das wäre die nächste Insel. Dann nehmen wir dann Baltimore. Insel besiedeln, Mats einrichten und erstmal Ruhe. Genau, das war jetzt die Holz- und Stahlträger. Das war jetzt die Grundidee. Dann können wir nämlich das Schiff wieder hier hochschicken. Du nimmst schon mal wieder Holz mit und Stahlträger. Da richten wir die Routen ein fürs Material und dann haben wir Ruhe. Und dann müssen wir auch nicht mehr nachgucken, wie heißen jetzt die Insel, welchen Namen nehmen wir da, bliblablub. Das klären wir jetzt einfach alle mal, dann bauen wir Salpeter. Und dann gucken wir weiter in der neuen Welt. Die kleinen Inseln, wir nehmen jetzt alles mit. Vom Einfluss müsste es reichen. Wenn das Stadion läuft, ja. Hoffe ich. Jo, 3 Minuten. Da warten wir einfach einen Alert ab. Dann sind wir wieder im Zyklus drin. So. Neue Befehle? Namen coming soon. Und 10 Bretter waren es und 8 Stahlträger. Pendlerkai da noch und Arbeitskräfte, genau. Pendlerkai und Feuerwehr. Nicht nur ein Pendlerkai bauen, auch die Feuerwehr. Fackelt alles ab. Wobei, so viele Inseln sind das ja gar nicht, oder? Ne, schon noch die da unten. Dann wäre es die hier, die Mini-Insel. Das da. Die zwei hier müssten auch welche sein, jo. Das da oben war keine. Das hier, ja. Ach, das sind gar nicht so viele. Das sind gar nicht so viele. So, laden wir hier einfach mal Holz ein. Stahlträger und gut ist. Klappern die nach und nach ab. So. Und dann kriegt die Insel den Namen Baltimore Mats, können wir es ja schon mal nennen.
Careful City, alles klar. Erschüttert eine ihrer Fabriken. Sonst geknallt. Ach was, eine Goldmine. Tragisch. Brauchen wir doch eh nicht. Careful City wird jetzt zu Baltimore. So, nochmal irgendwo das Schiff Baltimore. Baltimore Mats. Arschstuhl. Hallo. Das gute Gold, ja. Das gute Gold, was man nicht brauchen. Ich meine, ein bisschen Gold braucht man. Ein bisschen, aber nur. Ja, doch, ein bisschen brauchen wir. Aber wir machen auch ein bisschen zu viel. So, du müsst jetzt laufen, genau. Dann bauen wir hier einfach das nächste. Sammeln hier wieder alles ein. Gehen die Insel weiter. So, das hier unten war Detroit. Das ist klar. Das fällt außer der Reihe der größten Städte. Weil ich sehe hier Detroit in der Liste. Die Menschen lassen sie hochleben. Gar nicht mit drin. Nicht unter den ersten 33. In Detroit werden Autos gebaut. Alles andere macht keinen Sinn. So, jetzt haben wir New York City, haben wir Philly, haben wir vergeben, Baltimore, Boston. Das nächste wäre Charleston. Philly. Cloud River. Du wirst jetzt zu Charleston. Charleston. Dann zoomen wir uns noch ein schönes Schiffchen raus. Kisten unter Deck. Die Inseln fehlen jetzt noch die hier. So, damit da ein bisschen Ordnung reinkommt. Charleston, Mats. Solange keine Lehmgrube in Flammen aufgeht, damit die Perlen in die Schieflage. Oh ja, die Perlen. Was sind sie denn? Das könnte echt noch zum Problem werden, die Perlenproduktion hinten raus. Im High-End-Endgame. Ne, im High-End-Ultra-End-Endgame, so muss man sagen. Es ist nur Abfall. Hätte man das mal als Salpeter. Ich wäre glücklich, wenn die zwei getauscht wären. Dass man nur 109 Perlen haben. Dann würde es nämlich passen. 376 zu 363. Könnte man sagen, okay, wir bauen noch ein bisschen Salpeter. Fürs gute Gewissen. Wobei auf der anderen Seite muss man auch sagen, im Endeffekt ist das ja auch die 109 nur Abfall. Effektiv haben wir jetzt 7 Salpeterwerke stehen, wenn ich das richtig sehe. Vielleicht ein paar Weiten zu viel. Charleston Mats, du kriegst jetzt nur die Items und dann kannst du los. Waren jetzt Charleston, die da unten. Charleston, Mats. Machen auch scharfe Salpeter.
Machen auch scharfe Salpeter. Müssen wir klären. Müsste mal echt klären. Moment. Wenn man die Route noch ein. Das war mit der da. Ist das nicht auch eine Insel? Nö. Das sind wirklich nur noch die zwei. Ach, die habe ich vergessen. Und die. Neue Befehle? Ja. Ach, halt. Du nimmst schon Stuff wieder mit. Ja, wird aber schwierig, die umzubauen. Aber wir gucken mal. Bayern. Bayern Schafe. Die stehen ohne Strom. Nö. Stehen sogar alle unter Strom. Nee, schade. Schade. Dann nur Alpakas, ja. Macht auch Sinn, dass sie das nur mit Alpakas machen, hinten raus. Und gut, mit den Rindern, weil es halt in der neuen Welt auch Rinder gibt. Dass sie da nicht so tief runter sind und in die Produktionskette oder in die Produktion von den Schafen eingegriffen haben. Macht Sinn. So, wie sieht es jetzt hier aus? Bauen wir da noch was? Jo. Halt stehen bleiben. Sonst haben wir die hier drüben, glaube ich, vergessen. Also die großen Inseln haben jetzt Namen. Mit Charleston haben wir aufgehört. Nee, genau. Northern Library.